Hallo zu diesem neuen Video, in dem ich euch mal ein modernes Redstone-Haus in Minecraft zeige. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein. Hier ist mir schon eine Besonderheit. Wenn man auf diesen Knopf drückt, fällt diese eine Stufe hier runter und man kann durch, aber das war es natürlich schon nicht. Hier im Haus, im schönen Eingangsbereich, hier sind zwei Hebel. Hiermit kann man das einfach dauerhaft öffnen. Oder wieder so wie vorhin. Und hier gibt es eine kleine Falle. Wenn man den aktiviert, dann wieder draußen hingeht. Nochmal kurz hin. Und jetzt sagen wir mal, ein Freund will rein. Denkst du, ach, da muss man auf den Knopf drücken, drückt hier auf den Knopf, öffnet sich das Loch da und er fällt rein und stirbt. Ziemlich cool gemacht. Machen wir aber erst jetzt erstmal wieder deaktivieren, bevor ich da später reinfalle. Auch wenn ich im Creative-Modus bin. Gehen wir mal nach oben. Hier findet man ein schönes Badezimmer mit einem Bett und einer Terrasse. Die gucken wir uns gleich aber noch an. Ja, die gucken wir uns gleich an. Weil wir gehen hier jetzt nochmal kurz nach unten. Weg von diesem schönen, wunderschönen Badezimmer. Weil hier gibt es auch noch eine Besonderheit, wo ich noch nicht mal wusste, dass das überhaupt geht. Und zwar mit diesem Schild. Wenn man hier rechts klickt, wenn man hier richtig trifft. Und zwar jetzt, dann öffnet sich das hier. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Aber auf jeden Fall haben wir hier unten so einen kleinen Bierkeller, Partykeller, whatever. Also hier zum Beispiel so ein Bierfass. Und das war es natürlich schon nicht, weil ein Fass reicht ja nicht an Alkohol. Da geht man hier an diesen, ich glaube, das soll ein Roulette-Tisch sein, vorbei und geht hier runter. Weil unten im Keller gibt es auch jede Menge mehr Bierfässer. Also wirklich cool gemacht. Ich habe auch den Download-Link unten in die Videobeschreibung, wenn ihr die Map mal selbst spielen wollt. Also Respekt an den Erbauer. Und das war es na, natürlich hier auch noch nicht, weil man kann hier, ist ja ziemlich duster, und wenn man da mal frische Luft haben will, drückt man einfach diesen Knopf hier. Dann geht die Lampe aus und das Ding öffnet sich hier. Da hat man eine schöne kleine Dachterrasse. Wirklich sehr nice gemacht. Aber das war's natürlich noch nicht. Das Beste kommt noch. Gehen jetzt erstmal wieder hoch. Wo war der Aufgang? Der war hier. Gehen wir mal kurz hoch, damit es schneller geht. Und machen das mal wieder zu. Was jetzt gerade nicht funktioniert. Das ist echt ein bisschen tricky, den richtigen Punkt hier zu treffen. Lassen wir erstmal einfach offen. Aber hier gibt es noch mehr. Hier gibt es so einen kleinen versteckten Gang noch. Wenn man hier den zweiten Schalter drückt, öffnet sich der Gang hier. Und wenn man hier runter geht, kann man auch wieder hinter sich zumachen. Und wieder ist zu. Da muss ich lang. Wenn man hier runter geht, dann steht hier einfach mal ein fucking Flugzeug. Ist das nicht geil? Natürlich kann man das Licht hier auch ausmachen. Die Lichter aus. Ist aber ziemlich dunkel, also ich sehe jetzt kaum noch was. Deswegen machen wir das mal wieder an. Und Licht geht an. Dann haben wir hier ein Flugzeug, aber das war es natürlich noch nicht. Hier sieht man ja das Tor mit dem Sand. Das kann man natürlich auch öffnen, wenn man hier drauf klickt. Hier geht dann wieder das Licht aus, wenn man hier klickt. Das dauert ein bisschen, bis das jetzt hier runterfährt. Da hört man jetzt Pistons arbeiten. Und man kann sogar in das Flugzeug rein, wenn man hier oben, wo es hier reingeht. Man kann sich dann hier vorne reinsetzen und dann so ein bisschen Flugzeug spielen, whatever. Auf jeden Fall richtig geil gemacht, finde ich. Aber das war es natürlich noch nicht. Das war es natürlich schon. Wenn wir jetzt hier runtergehen, da war ja noch so ein kleiner Gang, da gehen wir mal hin. Hier ist einfach mal ein Aufzug. Und damit der funktioniert, müsst ihr erstmal hier diese Lampe aktivieren. Leuchtet. Dann könnt ihr hier rein. Könnt dann einfach mal da oben auf den Schalter klicken. Und jetzt fangen die Technik hier an zu arbeiten und dann fährt runter. Das wird cool machen, du wirst gar nicht von so einem Aufzug kommen. Ich habe schon mal auf die Gemeinschaft gebaut, aber dann sieht so gut aus. So, jetzt befinden wir uns hier unten. Jetzt können wir, damit der Aufzug nicht wieder wegfährt, machen wir mal hier wieder aus. Und hier machen wir mal Licht an. So. Das ist natürlich auch meine Hütte, die wurde nachgebaut. So wohne ich. Dann haben wir hier einfach mal einen ganzen Basketballplatz. Können wir auch natürlich Licht anmachen. Und was natürlich Sportplatz, da müssen dann auch Duschen hin. Die sind hier, machen wir auch mal kurz Licht an. Und hier noch ein paar Duschen. Aber wieder Licht aus, globale Erwärmung und so, ne? Hier auch bitte wieder aus. Und das Ganze haben wir dann hier auf der gegenüberliegenden Seite nochmal, nur halt dann mit einem Swimmingpool. Machen wir hier Licht an. Nochmal unten die Beleuchtung, ziemlich cool. Und natürlich geht auch oben die Beleuchtung an. Ja, natürlich, auch wenn hier Wasser ist, man muss sich ja natürlich dann auch noch duschen nach dem Chlorwasser, ist hier auch wieder eine, glaub schon, eine Dusche. So, und das war es natürlich immer noch nicht. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr. Wir haben nämlich noch. Hier hoch? Ja, hier müssen wir hoch. Hier steht dann auch einfach mal eine ganze Yacht. Ist das nicht geil?
Natürlich, da vorne sieht man ja diesen Wasserfall. Den kann man natürlich auch wegmachen. Bam. Und der Wasserfall verschwindet. Solange gehen wir mal hier dann das Schiff. Auch ziemlich gut detailliert und auch eingerichtet. Ziemlich nice gemacht. Hier geht es sogar noch runter. Noch eine kleine Sitzecke. Küche soll es, glaube ich, darstellen. Feuer. Und hoch geht's. Und wir sind immer noch nicht fertig raus. Es gibt auch noch einen Geheimgang, den werde ich hier in diesem Video nicht zeigen, damit ihr, wenn ihr die Map auch runterladet und selbst anguckt, damit ihr noch was zu entdecken habt. Geheimgang gibt es. Falls ihr die Map runterladet und selbst spielt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Geheimgang gefunden habt. Gehen mal kurz hier rüber, wieder zum Haus. Komm, wir sind, die Weihnachten ist zwar vorbei, aber Weihnachtsmann kommt durch den Kamin. Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber sind wir hier in diesem Wohnbereich. Hier ist der Eingangsbereich wieder. Aber wir wollten ja noch nach oben die Dachterrasse angucken. Das machen wir mal. Also wirklich ziemlich schick gemacht, das Haus. Hier natürlich wieder das Badezimmer, ich wollte schon Wohnzimmer sagen, und das Bett. Gehen wir mal hier hin. War das hier? Ich weiß nicht. Ja, hier gibt es ein kleines Schild. Dort zeige ich euch aber nicht, wo es lang geht. Kleiner Hinweis an euch. Aber hier war irgendwas. Das nicht. Ja, hier sind überall natürlich dann noch schöne Dachterrassen. So, hier war das, genau. Weil wenn man dann hier hingeht, hier sieht man schon das Schild, was einen darauf hinweist. Da kann man hier mal den Knopf drücken. Und dann kommt hier einfach mal schön Wasser runter. Ist das nicht geil? Kann man natürlich auch alles wieder deaktivieren. Das Wasser hört auf zu fließen. Ist ein wirklich schickes Haus. Wie gesagt, einen Geheimgang gibt es noch, den könnt ihr selbst rausfinden. Wenn ihr ihn gefunden habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wo er war für die anderen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen.